Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon Gelb Nuzlocke Challenge. So, ich habe mich entschieden. Ich habe nachgeguckt, Mistys Starmie ist auf Level 21, das heißt, ich kann hier wohl noch ein bisschen trainieren. Werde auch mit meinem Pikachu jetzt vorwärts kommen, vorwärts gehen. Gehen also erstmal die Nuggetbrücke ab. Hier gleich müsste Gary kommen. Da ist er. Depp, 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 depp. Hi Knill, du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Knill. Eine ganze Menge, nämlich immer das erste, was auf der Route so kam. Was ich noch nicht hatte. Sein erstes Pokémon ist ein Habitat. What? Level 18? Oh nein, nicht Furienschlag. Oh, nur zweimal Glück gehabt. Es reicht nicht. Er macht den Silberblick. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber wechseln könnte ich nicht. Bei dem Furienschlag kann ich nichts machen und da den Rucksack-Hieb. Und der reicht dann auch aus. Yeah. Thunder erreicht Level 15. Und versucht Doppelteam. Nein, die Attacke erlernen wir nicht. Das ist nämlich eine böse Attacke. So, Sandan. Ein Boden-Pokémon. Käferflug. Er wird keine Gesteinsattacke haben. Ich versuche es mit Konfusion. Er macht Kratzer. Das zieht annähernd nicht genug ab. Damit würde er uns wohl nicht besiegen. Ah, Konfusion reicht leider auch nicht ganz aus. Aber... Oder wir verwöhnen ihn, aber wer hätte das schon erwartet. So, und da reicht auch die Konfusion von Xylos. Immer noch ein geiler Name, wie ich finde. So, Radfratz. Schläfern wir ein. Schläft fest. Und da möchte ich auch wechseln zu meinem Wutknäuel. Oh, that sound, ey. So, aber der Fußkick wird, glaube ich, ganz guten Schaden machen. Wir sind sogar schneller als er. Und machen den Critical Hit. Xylos erreicht Level 18. Wollen wir mal... Superschall. Keine schlechte Idee. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn noch da? Gegen Tickle könnte ich eigentlich verzichten. Giftpuder, Schlafpuder will ich mal noch behalten. Superschall vielleicht auch nur in den allernötigsten Nötigkeiten verwenden. Ja, Evoli sollte mit Wutknäuel eigentlich keine Probleme bereiten. Eieieiei. Also nochmal darf der Fußkick nicht daneben gehen. Nein, nochmal darf er nicht... Oh, und es reicht aus. Mankey, aka Wutknäuel, aka Matchwinner. Gute Arbeit. So. Hey, schon gut, du hast gewonnen. Ja, das habe ich. Soll ich dir was verraten? Nein. Ich habe Bildung, ich habe mir eine... Hörst du mir überhaupt nicht zu? Das hat mir eine... Ich will es doch überhaupt nicht wissen. Bitte selber... Alter, lass mich in Ruhe. Pokémon-Lagersystem des PCs erfunden. Ja, wer hat gefragt gerade? So, wir gehen das mal heilen. Ich hatte kurz Angst bei Habitat um mein Pikachu. Das hätte echt nach hinten losgehen können. Aber wir sind ja noch mal gut davon gekommen. Och ja, nun komm. Wir haben auch noch wichtigere Sachen zu tun, als uns hier zu heilen. So. Ich bleib mal mit Pikachu erstmal vorne, denn ich möchte noch... Ich weiß nicht, wenn ich gegen Misty antrete, will ich schon mal so... 20, 21 wäre schon in Ordnung. 19 vielleicht auch. Aber Donnerschock ist halt auch echt nicht die stärkste Attacke. Vielleicht gehe ich da erst vorher mit einer Donnerwelle ran. Und versuch's danach mit dem Donnerschock. Denn Starmie ist nicht nur sehr stark,
auf spezieller Seite, sondern auch noch sehr schnell. Wahrscheinlich auch schneller als Pikachu. Und deswegen müssen wir da vielleicht noch das ein oder andere Level drauflegen, damit wir da auch gute Chancen haben. Vor allem aber auch noch, weil wir davor das Sternu auch noch besiegen müssen. Und das geht ja auch nicht von allein. Oh, natürlich vergiftet. Zieht jetzt immerhin schon 2 ab. 1/16 der KP ist die Formel. Jo. Fadenschuss. Aber wir haben eine Geheimwaffe, den Ruckzughieb. Schade, dass Pikachu auf offensiver Seite nicht so stark ist. Ja, wir sind gut. Ich guck mal nach. Angriff, Spezial, na gut. Ja, das sollte trotzdem noch reichen. Ja. Sogar der Ruckzuckhieb vom Wert her zumindest stärker als der Donnerschock, aber der Donnerschock kriegt einen Step mal 1/2, also der Schaden, beziehungsweise die Stärke der Attacke, und das ist erstmal, glaube ich, auch die bessere Variante. Wenn wir jetzt nicht gerade gegen ein donnerresistierendes Pokémon kämpfen müssen mit unserem Pikachu ohne einen Doppelkick. Ah, der macht nicht so viel Schaden. Versuchen wir es mal weiter. Kratzer macht er mehr als 10. Nee, schwächer als der Doppelkick. Verständlich. Und der Critical Hit. So, Level 16. Wie konnte ich verlieren? Naja, indem deine Pokémon besiegt werden. Problem ist, ihr könnte jeder einen Habitak haben und wir haben gerade den Furienschlag gesehen. Und selbst wenn ein Habitak nur Level 14 oder 15 sein sollte, so wie die Gegner hier, dann wird es doch sehr, sehr schwer, bei 5 Treffern mit unserem Pikachu da noch zu überleben. Und ein Donnerschock reicht ja bekanntermaßen nicht aus. Radfratz, na gut. Obwohl, kann das auf dem Level schon Hyperzahn oder erlernt das erst auf 15? Ich bin mir nicht sicher. Guten Schlag, na, ging daneben. Und der Donnerschlag reicht natürlich aus jetzt. Wie bitte? Oh, zweimal guten Schlag, Miss. Ja, das ist natürlich Pech. Dann kriegt man die Quittung in Form eines Ruckzuckhiebs. Und dann reicht das natürlich auch. Donnerschock. Oh, Silberblick. Bisschen Angst vor einem Wickel. Jetzt hat er mich im Wickel. Zieht 5 ab. Und hier, ich kann nichts machen. Oh, wir haben Glück. Wickel kam nur zweimal. Und Zubat, na, das sollte kein Problem sein. Aber wahrscheinlich auch kein One-Hit-KO. Ja, Pikachu ist halt wirklich nicht ganz so stark. Aber ich denke, zumindest werden wir versuchen. Es ist die gelbe Edition. Wir werden natürlich versuchen, das Pikachu mit ans Ende zu nehmen. Mit in die Siegeshalle. Das ist das Mindeste, was wir machen können. Ich traue mich mal jetzt. Nummer 4, nun komm. Taubsi kann uns nichts. Der Ruckzuckhieb macht mehr Schaden als erwartet. So wie ich mein Glück kenne, ist der Ruckzuckhieb jetzt ein Quit. Ich nehme mal wen anders. Nehme mal meinen Radfratz. Nun komm, Windstoß. Reicht der Ruckzuckhieb schon aus? Mit einem Step? Könnte sein. Reicht natürlich nicht aus. Oh, shit. Nee, da muss ich raus. Das kann ich nicht riskieren. Wenn der Ruckzuckhieb daneben geht oder er auch Ruckzuckhieb macht und er schneller ist, weil er auch 2 Level höher ist als ich, das kann ich nicht eingehen.
Ja, und der andere ist Harry Quid. Nidoran, weiblich. Oh Mann. Was, der Doppelkick dürfte eigentlich weniger machen. Shit. Ich möchte aber natürlich auch nicht mit Smetbuch hier alles durchhauen. Oh, nun komm. Das wollen wir jetzt hier mal. Doppelkick. Ja, der macht uns keinen Schaden. Wir machen ihm keinen Schaden. So, aber Level 17. Ich denke mal, spätestens auf Level 23 werde ich mein Nidorina, die Knölligin, entwickeln. Mit dem Mondstein. Pikachu wieder vorne ran. Erstmal die Donnerwelle. Da möchte ich sicher gehen. Wow. Damit ist unser Starter down. Das ist nicht gerade passiert, oder? Natürlich reicht der Quid aus. Das kann doch nicht sein, ey. Jetzt am besten noch ein Quid. Ich muss schon wieder wechseln. Ich will eigentlich nicht ins Metro gehen, aber anders geht's nicht. Ja, gut. Damit ist unser Pikachu leider von uns gegangen. Ich kann es immer noch nicht glauben, ey. Aber die Regeln besagen das und dann machen wir das auch so. Achso, ich muss erstmal... Ach Mann. Ich wollte es eigentlich... Warum der Quid? Oh Mann, ey. Hä? Ich kann es nicht freilassen. Was soll die Scheiße? Och Mann, das war meine Garantie gegen Misty. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die machen soll. Die sind auch alle noch so niedrig. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Ich will einfach nur den Kampf jetzt fertig haben. Rettern. Windstoß. Verteidigung sinken. Nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Und Karateschlag, ja klasse.
Das hilft mir jetzt leider auch nichts mehr. Och Mann. Mir ist irgendwie jetzt die Stimmung mies vergangen. Oh, wie nennen wir das? Flagon, Flame, Dragon, Flagon, Flamegon, vielleicht Flamegon, sieht vielleicht schöner aus, Flamegon, willkommen im Team, hilft mir jetzt leider nicht mehr so viel, scheiße, das ist ein Wanderer. Habe ich jetzt eigentlich irgendwem hier irgendeine TM gegeben? Oh, das ist doch so eine Scheiße. Aquaknarre. Hat wahrscheinlich aber nicht so den geilsten Spezialwert. Ja, 13. Er hat auch Marollo. Ich habe mit Dings gerechnet. Onyx oder Kleinstein. Da haben wir eine vierfache Schwäche. Da geht das denn wieder. Da kann man das ein bisschen ausgleichen. Oh Mann, ey. Erster Verlust. Wenigstens bekommen wir das. Ja, Level 15. Und ein Kleinstein. Ja, jetzt muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, wie ich Starmie besiege. Mit Smetbo, weiß ich nicht, einmal vergiften kann ich es auf jeden Fall. Problem ist halt, Starmie ist vom Zweityp Psycho. Und wird so auch unsere ganze Konfusion mehr oder weniger tanken können. Hier hat es auch noch einen hohen Spezialwert. Und wir haben Pikachu verloren. So, wir machen Folgendes. Wir gehen auf die neue Route. Machen den Trainer mal nicht. Wir werden wahrscheinlich alle wissen, warum. Und unser neuer Pokémon ist ein Knofenser. Ein Ruckzuckhieb wird es auch wohl überleben. Oh, mehr. Knapp. Aber was soll's. Ein Pflanzen-Pokémon. Problem an der Sache ist natürlich, dass es... Ich weiß nicht, ob das Starmie-Konfusion kann. Denn Knofenser ist vom Zweityp Gift und da ist natürlich eine Psychoattacke sehr effektiv. Gegen. Problem auch noch ist, der Pflanzentyp, ich weiß, ist der neutral gegen Psychotypen. Ich hoffe es, denn haben wir wenigstens mit Knofenser eine ganz passable Chance, das Starmie auszuschalten. Knofenser wurde gefangen. Übrigens, Glumanda hat nicht gezählt, das ist ein geschenktes Pokémon. Deshalb nicht wundern, dieses Pokémon bevorzugt einen feuchten und warmen Lebensraum. Knofenser ernährt sich von Insekten. Knofenser ist leider
in diesen Editionen eher schlecht, da die Pflanzenattacken über den Spezialwert errechnet werden und Knuffensa bzw. Ultrigaria und Sazenia in dem physischen Wert besser sind. Ich weiß nicht, wie es in Laser Gen ist, ob sich das noch lohnt, aber gegen Starmie sollte es reichen. Wie nennen wir es? Schnute ist leider schon draußen. Schnute haben wir schon. Es gibt, ich weiß nicht, wie die heißt, die Pflanze. Diese fleischfressende Pflanze. So sieht ja diese Fliegenfresser. Aber ich nenne es mal... Weiß nicht, wie die genau heißt. Ich habe auch keine Ahnung, ob das hier was damit zu tun hat. Aber Kani ist in Ordnung. Ich nenne es mal Kani. Wie heißt ein Pokémon hier? Ein Feuerhund? Akani. Wie heißen zwei? No Akani. Ja, gut. Ich möchte an dieser Stelle den Part beenden und erstmal meine ganzen Pokémon auf Level, ich sag mal 16 bringen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt, weiter ohne Pikachu. Schade. Ich habe auch vor 5 Minuten davor noch gesagt, ja, wir werden es auch bis ganz zum Ende hoffentlich behalten. Zack, Fußkick, quit, tot. Klasse Aktion von dir, Pokémon. Klasse Aktion. Aber an der Stelle möchte ich mich denn erstmal fürs Einschalten und Zuschauen bedanken. Ich werde denn erstmal alle Pokémon, die ich so habe, auf Level 16 trainieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Machen den bis zu Bill und eventuell noch bis Misty, muss ich mal schauen, wie ich Lust habe. Je nachdem, wenn wieder eine Menge stirbt oder irgendwer stirbt, dann ist man dann immer ein bisschen schlechter drauf und dann soll das ja auch nicht sein. Aber für heute reicht's. Bedankt habe ich mich, glaube ich, schon fürs Einschalten, fürs Zuschauen nämlich. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle von euch und von meinem Pikachu verabschieden. Tschüss. Kinder.